Wir stehen hier vor einem Muros. Ein Muros ist ein Multi-Operational Support Vehicle. Es wird gebaut von der Firma Electronica. Das ist eine deutsche Firma mit Sitz in Meckenheim. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein ganz interessantes Fahrzeug, weil es umgerüstet wird hier auf Basis von einem Sprinter, gibt es auch auf Basis von einem VW. Die Firma ist spezialisiert auf Überwachungstechnologie und Abhörtechnologie. Die rüstet das Fahrzeug mit diversen Geräten aus. Wir kennen das in Deutschland von Demonstrationen, also die Bundespolizei und verschiedene Bereitschaftspolizeien haben das. Hier heißt es dann BEDOKW, also Beweis- und Dokumentationskraftwagen. Hier hat das Fahrzeug dann zwei Kameras an so einem ausfahrbaren Mast, zwei Mikrofone, eins davon ein Richtmikrofon, um eben Demonstrationen zu überwachen. Bilder können dort auch gleich verarbeitet werden, die können dann auch an Greiftrupps geschickt werden, um Leute dann festzunehmen. Also es sozusagen begegnet uns immer wieder zur Repression von Bewegungen. Es ist auch immer wieder strittig, ob die filmen dürfen. Also wenn der Mast eingefahren ist, kann man davon ausgehen, die filmen nicht. Wenn der ausgefahren ist, dürfen sie aber auch nur filmen, wenn Straftaten vorliegen, also so wie auch mit Handkameras. Interessant ist aber auch, was die Firma sonst noch so macht. Also die Fahrzeuge werden auch ausgerüstet mit Technologie, entweder zur Abwehr oder auch zur Koordination von kleinen und größeren Drohnen. Zum Beispiel haben die jetzt gerade 500.000 gekriegt von der EU-Kommission, um Forschung zu machen vor der Insel Kos. Das ist in der Ägäis. Das ist sehr nah an der Küste zur Türkei. Viele Geflüchtete setzen dort über. Und hat die EU so ein Forschungsprojekt mit verschiedenen Drohnen, also Landdrohnen, Flugdrohnen, Überwasserdrohnen und Unterwasserdrohnen, im Prinzip zur Migrationsabwehr, also die alle quasi eingesetzt werden sollen, wenn irgendwo ein Boot entdeckt wird von einer Flugdrohne, dann wird gleich die Unterwasserdrohne losgeschickt. Diese ganzen Drohnen müssen ja irgendwo koordiniert werden und das wird mit diesem Fahrzeug gemacht. Und dann werden die auch mit Abhörtechnologie ausgerüstet. Also Abhörtechnologie heißt sogenannte IMSI-Catcher, damit kann man Telefone abhören, also man simuliert eine Funkzelle, das Telefon bucht sich darin ein, weil es halt ein starkes Signal hat und dann kann man halt erstmal feststellen, was ist das für ein Telefon, welche Nummer hat das, welche Gerätenummer hat das, man kann dann den Nutzer feststellen über eine Bestandsdatenabfrage oder man kann das Gespräch auch abhören. Der Hersteller selber wirbt auch noch damit, dass er alle möglichen anderen Kommunikationsformen drahtlos abhören kann, also was weiß ich, Funk, alle möglichen Frequenzbänder. Weil man dieses Fahrzeug kennt, es sieht eigentlich immer so aus, wäre das natürlich ziemlich blöd, das mit für Geheimdienste Abhörtechnologie auszustatten. Deswegen bietet der Hersteller an, das auch in Tarnfahrzeuge einzubauen, also Camouflage schreiben die dazu, also ne, zivil irgendwie harmlos aussehende Fahrzeuge. Das ist auch ganz interessant, dass das eben, wenn man so will, in drei Bereichen eingesetzt wird, also für jede Repression zu haben, die alle auch irgendwie linke Bewegungen betreffen. Ne? Also Migrationsabwehr, hier linke Demonstrationen, so wie heute, oder auch Abhören von irgendwelchen Gruppen. Ja, bietet sich eigentlich an, auch mal eine Kampagne zu machen gegen diese MUROS, Multi-Operational Support Vehicle, der Firma Electronica in Meckenheim.